Hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Vor einigen Wochen habe ich die gesamte Innenausstattung des Autos rausgenommen, um zu kontrollieren, ob das Auto nicht eventuell versteckte Roststellen hat. Glücklicherweise hat sich das nicht bewahrheitet und jetzt ist es nun an der Zeit, die Innenausstattung wieder in das Auto einzubauen, bevor es eben zur Werkstatt geht. Gut, die Innenausstattung, wie man sie hier sieht, ist in einem akzeptablen Zustand. Ich wollte sie eigentlich ursprünglich etwas waschen, bin jetzt aber nicht dazugekommen. Aber der Allgemeinzustand ist halbwegs in Ordnung. Der Fahrersitz ist über die Jahre jetzt etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Eventuell kann man sich diesen mal zu Gemüte führen in weiterer Zukunft. Aber das ist jetzt einmal nicht das Thema dieses Videos. Das Thema ist natürlich, die Innenausstattung wieder in das Auto zu montieren. Und um das sehr, sehr kurz zu halten, mache ich eben ein Timelapse-Video und ohne weitere Verzögerung, lasst uns damit beginnen. So, das ging jetzt halbwegs schnell, maximal 25 Minuten habe ich gebraucht. Für jemanden, der hier etwas mehr Erfahrung hat, dauert dieser Prozess vielleicht 15 bis 20 Minuten, eventuell sogar schneller. Man muss nur wissen, mit welchem Teil man beginnt. Beim ersten Versuch habe ich leider mit dem Teppich der Beifahrerseite begonnen. Man hätte eigentlich mit dem Radkasten beginnen sollen auf der Beifahrerseite oder auf der Fahrerseite, egal auf welcher. Auf jeden Fall wäre das das erste Element. Habe ich dann festgestellt, nachdem ich einige Minuten gearbeitet habe. Aber das sind eben so die Lerneffekte, wenn man Learning by Doing macht. Aber wie gesagt, es ist ein sehr, sehr einfacher Prozess. Man braucht nur ein paar Pins, die man eben dann an der Karosserie festmacht. Und das ist dann relativ schnell erledigt. Ich sitze hier jetzt im Front des Autos. Der Beifahrersitz fehlt noch, der ist in meinem Keller. Den werde ich dann später montieren. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte um das Like. Eure Kommentare sind wie immer erwünscht. Teilt das Video mit allen Freunden, Familien, Personen, die sich für diese Inhalte hier interessieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!